Ja, ich werde heute mein Greenworks Akkukärcher zum ersten Mal in Betrieb nehmen und bin gespannt, was der so drauf hat. Ja, ihr braucht also mindestens den 40 Volt Akku. Na, man kann hier die Wanne ganz einfach mit ein paar Handgriffen abnehmen, um die ganz einfach zu befüllen. So, und dann gucken wir doch mal, ob wir diese Platte hier einigermaßen wieder sauber kriegen. Also wenn man dann wirklich mit dieser Spritzpistole ganz nah dran geht an den Untergrund, dann kriegt man es also doch schon richtig gut ab. Ja, also es ist schon eine Alternative, aber wie gesagt, es hat nicht diese Power wie vom Kärcher. Aber mein Kärcher hat aber auch schwer gesuppt. Also da lief das Wasser am Anschluss raus und das hat man hier definitiv nicht. Und ja, ist schon eine Alternative, würde ich schon sagen. Ja, erwähnenswert ist auch noch, es gibt nur diese eine Düse hier für den Greenworks. Die kann man aber hier einstellen. Ich zeige euch jetzt mal hier auf einer Einstellung. Da geht also doch ganz gut was mit weg. Ja, und so sieht der Strahl aus, wenn ich ihn komplett in die andere Richtung drehe. Also ich finde den Greenworks ganz gut, weil für jemanden wie mich, der keinen Außenhahn am Haus hat, ist das schon eine Alternative. Und ja, mit ein bisschen Übung kriegt man auch die stark bemoosten Stellen wieder schön sauber. Aber der Kärcher, finde ich, hat trotzdem ein bisschen mehr Power. Aber für mich entfällt jetzt dieses Ganze mit der lange Schlauch, den man hier übers Grundstück ziehen muss, plus das Stromkabel, das fällt jetzt alles weg. Und dafür gehe ich persönlich dann auch gerne zweimal über eine Stelle drüber. Also es ist schon in meinen Augen eine Alternative auf jeden Fall. Aber man muss halt wissen, was ist einem wichtiger. Aber ich bereue den Kauf nicht. Ich freue mich. Ja, so sieht die Platte also aus, nachdem sie trocken ist. Also ihr seht, so diese wirklich dicken Moosstellen bekommt man hier mit dem Greenworks nicht weg. Was ich unbedingt noch erwähnen muss, ist dieser 40 Volt Akku, der hält maximal 6, 7, 8 Minuten. Danach ist er ziemlich leer und muss wieder aufgeladen werden.